Hallo und willkommen zu meinem neuen Video, dem Unboxing der Deluxe Box von Oli Banyos neuem Album namens Dynamit. Ja, die habe ich mir mal gegönnt, weil ich denke, es ist kein Fehler. Musik ist ja cool, die Fans wissen Bescheid. Wer ihn nicht kennt, solltet ihr das natürlich ändern. Ja, das ist die Limited Deluxe Edition, kostete glaube ich 36,99 €. Und ja, unten Dynamit, oben Dynamit. Und hier durchgängig, so als Absperrband-Design, Oli Banyo und das Logo aus diesem Gewehr und diesen Blumen. Genau. Nochmal mit FSK 16 Logo. Link zum Messer in der Beschreibung, falls ihr euch interessiert. Und schauen wir mal rein. Das Logo verschwindet, denn es ist nur auf der Folie. Finde ich sehr gut. Ja. Na, geh auf. Müssen wir wohl so machen. Finde ich natürlich besser, wenn die Boxen so aufgehen. Also wenn Deckel und Boden zwei getrennte Teile sind. Jedenfalls mein Geschmack. Die CDs im Pappschuber. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Wenn da noch ein bisschen mehr dabei ist, fällt etwas mehr auf im CD-Regal. World Peace, die Rückseite und die Vorderseite. Etwas tiefgründig, sowas gefällt mir. So, Blumen im Molotow. Cool gemacht auf jeden Fall. Ein Booklet mit wirklich ein paar Fotos. Hier wurde sich etwas Mühe gegeben. Jetzt nicht sonderlich viel, aber es ist wenigstens was zum Anschauen machen. Nicht alle Künstler heutzutage noch. Sehr nice. Und die CDs und die DVD. Also hier Album, Instrumentals und DVD. Finde ich sehr cool. Hier ist auch was dabei fürs Geld. So, dann kommt das Shirt. Ganz in weiß. Von der Marke Screen Stars, die mir bis dato unbekannt war. Hier in Größe L. Ist ziemlich dünn, der Stoff. Ja, jetzt nicht das Hochwertigste, aber für sehr warme Tage und so ist das gut. Es ist wirklich ein sehr leichtes Shirt. Finde ich eigentlich auch besser als die ganz dicken Shirts, zum Beispiel von Farid Bang oder so. Der Druck wirkt, als würde er definitiv eine Weile halten. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Und den Aufdruck könnt ihr ja erkennen. Im klassischen Dynamit Oli Banyo Look mit Rose und Gewehr. Ja. T-Shirt ist okay. Bisschen hochwertiger hätte es sein können, aber was soll's. Oli Banyo Dynamit Sticker. Bisschen klein und dünn, aber ist ja ein Sticker. Was will man mehr? Oli Banyo Autogrammkarte. Hier wurde mit einem Edding, also Edding Banyo drauf geschrieben. Smiley, oh, gefällt mir. Cool gemacht. Hätte man noch weiß lassen können. Aber ist auf jeden Fall eine handsignierte Autogrammkarte. Ich glaube mal, dass er es selbst gemacht hat. So viele zigtausend Boxen wird er ja nicht verkaufen. Auf jeden Fall, cool. Und das letzte, das Poster. Vorsichtig, soll ja nicht nochmal das passieren wie in meinem letzten Video bei Manuelsen. So sieht's aus und ihr seht, es passt sogar ins Bild. Also die Größe gefällt mir auch. Es sind, ist glaube ich A2. Ja, A2. Gefällt mir. Das Foto sieht hochwertig aus auf jeden Fall. Gut gemacht. Hier noch die Sponsorings. Und auf der Rückseite dieses Bild. Also ich muss sagen, das ist eins der coolsten Poster wirklich, die ich wie soll ich sagen, je in so einer Box hatte. Ist jetzt nichts Besonderes, aber die Fotos haben eine sehr gute Qualität, sowie auch der Druck und natürlich auch die Aussage, die hier gut wiedergebracht wird, durchgängig. Und die Größe ist auch gut. Also die Box ist eigentlich wirklich top. Wie gesagt, T-Shirt hätte ein bisschen hochwertiger sein können, aber an sich kann ich über den Inhalt nicht meckern. Jo, danke fürs Ansehen. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Euer Max Herzberg. Und folgt mir auf Instagram, wenn ihr mal sehen wollt, wie das T-Shirt aussieht, wenn man es trägt.